Willkommen in einem der Juwelen unter den arabischen Städten, Jeddah. Das ist nach Riad die zweitgrößte Stadt in Saudi-Arabien und außerdem das Tor zu Mekka, einer der größten Häfen der Region und jetzt Austragungsort des Grand Prix von Saudi-Arabien. Das war regelwidrig. Lass dich wieder um einen Platz zurückfallen. DRS wird in dieser Runde aktiviert. Du kannst es nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir und in der DRS-Zone bist.
Okay, du hast eine Position verloren. Bleib am Ball. Großartiger Boxenstopp. Die Zeit war besser, als wir dachten. Gib jetzt Gas. Die Reifen sollen schließlich ein bisschen warm werden. Überholtaste, um schneller zu werden. Wir müssen Druck machen. Offline. Es gibt einen Fehler im Heckflügelsystem.
Bleib draußen, wir können von hier aus an dem Problem arbeiten. Flagge. Pass auf, im nächsten Streckenabschnitt gab es einen Unfall. Keine Überholmanöver, solange du gelbe Flaggen siehst. Okay, alles klar. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus.
ist deine letzte Runde. Die letzte Runde des Rennens. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Absolut spitze. Wirklich toll. Das hast du echt gut gemacht. Eine fast fehlerfreie Darbietung und ein eindrucksvoller Sieg. Stefan, wie konnten Sie heute deiner Meinung nach so ein unglaubliches Resultat liefern? Der Schlüssel war wohl einfach die Qualität des fahrerischen Könnens, oder? Ich meine, wie oft hat er denn insgesamt überholt? Ich bin mir sicher, dass irgendwer mitgezählt hat. Und es war wunderschön anzuschauen, findest du nicht auch? Das ist ein strategischer Sport. Aber es ist immer sehr aufregend, harte Kämpfe auf der Strecke zu sehen. Genau das wollen die Fans. Hier kommen die drei Bestplatzierten, die sich zur Siegerehrung begeben. Was für ein fantastischer Tag für die Formel 1. Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Nicht das Ergebnis, das der Führende wollte, aber es macht die bevorstehenden Rennen sicherlich noch interessanter. Kommen wir zum Fahrer des Tages, Stefan Römer. Wer ist dein Kandidat? Oft zeigt der Fahrer, den ich wähle, ein besonders beeindruckendes Kunststück während des Rennens. In diesem Fall hat mich jedoch die solide und saubere Fahrweise von Max Verstappen begeistert. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Red Bull zieht in der Rangliste weiter davon. Auch das Team von Mercedes hat sich wieder stark in Szene gesetzt und Boden in der Rangliste gut gemacht.